Freunde, hier bin ich wieder bei spannendesspiel.com. Aha. So, so. Das ist schwierig. Alter, ist das schwierig. Mann, oh Mann, ist das schwer. Das ist wirklich verdammt schwierig. Hä? Ach komm. Komm schon. Alter, wie schwer ist das denn? Das war so klar, dass hier noch irgendeine Stachel fliegt. Gut, merken, welches war und dann. So. So. Wartet, ich krieg das halt noch hin. Vertraut mir. Ich bin Profi. Aber wie man das machen soll, weiß ich nicht. Nee, es war die, gell? Ja, so muss man das machen. Wow, Alter, Sonne. Was macht denn? Was macht denn die Sonne wieder hier aus dem ersten Bereich? Jetzt habe ich es aber ganz gut drauf, hä? So. Ach, gucke an, das ist locker. Das war mir doch irgendwie klar, dass hier noch irgendeine Falle ist. So, hier das Viech, hier die Sonne wieder und die Stachel, die eigentlich total ungefährlich ist, das Viech, hier rüber, okay, mit Ventilatoren, na gut, dann halt nochmal. Guck an. Gut zu wissen. Was ist denn das für ein Scheiß? An den Viechern stirbt man also. Hä, wie soll man das denn machen? Oh, der Pfeil war wieder im Bild. Ich begreife es nicht. Ich begreife es nicht. Wie soll man das denn machen? Scheiße. So, bitte geh an. Danke schon. Das war aber schlecht. So. So. Und wie geht's jetzt weiter? Das ergibt für mich keinen Sinn.
Wartet mal, ich bin gleich wieder da. Ich versuche das herauszufinden. So, Freunde, ich habe es rausgefunden, was man machen muss. Aber ich weiß auch, dass es hier noch was Lustiges gibt. Also zeige ich euch erstmal das hier. Secret Area Dead. Noch irgendwas. Ihr konntet es ja lesen. So, aber ich weiß jetzt, was man machen muss. Und das ist schön. Nein. Die Gut, vielleicht nicht die. Aber theoretisch kann man die Stacheln berühren. Weil ein paar Stacheln sind dann nämlich unecht. Und ja. Das möchte ich euch gleich zeigen. Und das ist ziemlich schwierig, wenn das hier so mit dem Wind und so. Da, seht ihr? So, jetzt warten wir mal, bis der Wind aufhört. Jetzt hat er aufgehört. Jetzt stelle ich mich wieder hier oben hin. Jetzt geht er weiter und jetzt bin ich gestorben. Aber theoretisch müssen wir das so machen. Genau so muss das dann aussehen. Bis dahin. Und schon wieder tot. Aber theoretisch geht das so. Das kann ich euch aber sagen. Nein! Entschuldigt, mein Schrei, da hat sich in der letzten... Nein, nicht in der letzten Folge, gerade eben ein Fenster geöffnet. Was dann wieder vergessen hat, die Maus aus dem Bildschirm rauszuhauen. Ja, und dann habe ich halt nichts mehr gesehen und dann bin ich halt gestorben. Das Fenster war auch schon mal in Minecraft auf und da hat es das dann in den Hintergrund befördert. Das war nicht sehr lieb. Dieses böse, böse Fenster. So, ich komme her. So, der Ventilator. Ich weiß noch nicht. Ab hier stirbt man. Nee, da stirbt man ja noch gar nicht. Krass. Ach, man müsste ja nicht drüber. Ach, geil. Geil, geil, geil. Jetzt weiß ich genau, wie man das machen müsse. So. 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 So, bis dahin. Saugt das Viech an? Das hat sich nämlich gerade so angefühlt, als ob das Ding da unten ein Sauger ist. Aber das weiß ich jetzt nicht so genau. Alter, und das mit den Tornaden? Tornados? Tornaden? Wie komme ich auf Tornaden? Ja, jeder weiß, die Mehrzahl von Tornado ist Tornaden. Oh mein Gott, bin ich doof. So, so, so. Yo, Alter, Freunde. Yo, das Ding da unten saugt an. Das ist ein bisschen doof, aber nicht zu ändern. Das muss an. Alter, das ist aber schwierig. Ohne Spaß, das ist echt ziemlich schwer. Aber ich wäre nicht Klickissen, wenn ich mich nicht dieser Herausforderung stellen würde. Nein. Geh aus. Nein. Puh. So. Ich weiß nicht, was das hier soll, aber... Ah, was ist das? Was ist das für komische Musik? Ich muss mich da irgendwie hochretten. Also glaube ich, das war falsches Timing. Ach nee, es ging.
Und dieser Holzklotz da, der fällt doch. Yo, ich bin gut. Und was passiert hier? Fällt das Loch runter? Ja, oder das Loch fällt runter. Und was passiert hier? Hä? Endboss! Gucke an! Phoenix Wright oder so heißt der, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Gut, da kann ich ja jetzt wieder ein paar Stunden verlieren. Hä, was machst du? Steine? Was soll der Scheiß? Was soll denn der Kack? Und ich hoffe, man kann das mit S überspringen, dieses... Ja, kann man. Schön, das lange Vorgeplänkel kann man überspringen. Au, 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 da habe ich seine Hand auf den Kopf gekriegt. Das hat weh gedutet. So, mit S schön überspringen. Alter, ich war schon wieder zu spät. Aber cool, der letzte Endboss, hätte ich nicht gedacht. Und S drücken. So, jetzt. Autsch, da war eine Hand. Okay, jetzt weiß ich aber schon, wie man da, wie der das macht. Das, da muss man mal den Vorteil sehen. Jo, hier drauf. Scheiße, das war... Schon wieder. Eigentlich richte ich mich immer nach der Musik, aber ich habe die Musik immer falsch im Kopf drinne. So, jetzt. Gesundheit. Falls das Nieser sein sollen. Autsch, das hat wehgetan. Oder wie ich sau oft in Metroid 2 gesagt habe, Mann, das hat aber wehgetutet. Cool, gleich mal getroffen. Okay. Bis jetzt fühlt sich der Kampf noch ziemlich einseitig an, aber ich glaube, das könnte sich schnell ändern. Auch geil, den gleich am Anfang so ein bisschen was abzuziehen. Da war noch seine Hand im Weg. Gut, wenn ich dann falle, nach rechts tendieren. Vorsichtig sein. Ich muss vorsichtig sein. Sonst geht das nicht. Scheiße, jetzt nur einmal getroffen. So, jetzt darüber. Gut, soweit waren wir ja schon mal bis zu diesem komischen Niesen. Schade, dass das nicht so ein Schwächling ist wie der Gargoyle. Wäre lustig geworden. So, jetzt dieses Viech hier. So, er trommelt. Mann, ich muss mich mal ein bisschen reinfinden in den Kampf. Also es könnte noch ein bisschen dauern. Aber es ist jetzt nicht so ein Kampf, wo ich sagen würde, ach scheiße, nochmal. Weil bis jetzt fühlt sich der noch ziemlich easy an. Da waren Steine im Weg. Ach, Kacke. Komm wieder runter, mein Freund.
Aber die Musik schlägt cool um, geil. Klingt echt krass. Und ich habe mich so ein bisschen weiter informiert noch. Ich weiß, wie dieser Endgegner dann tot ist. Ach, gucke an, da war nochmal die Hand im Weg. Da gibt es nämlich noch eine kleine Falle, der ich hoffentlich ausweichen kann. Das lief wieder gut. Hier rüber, dem komischen Roboter aus. Oh, gucke an, da waren noch die Flammen. Gut, alles klärchen. Ich glaube, das waren 3 oder 4 Mal, die wir getroffen haben. Wartet. Und hier melde ich mich auch wieder zurück bei Let's Play. Schöne Musik im Hintergrund. Yo. Ich weiß, dass das hier dieselbe Folge ist. Und ich habe das gerade mit Absicht gesagt. Das Willkommen zurück zu Let's Play. Und erstens, ja, das war falsch. Und zweitens, wartet mal ganz kurz. Ich muss mal was probieren. Ihr seht das zwar gerade nicht, aber ich habe hier gerade mal eine Tonstufe leiser gemacht. Vielleicht geht das ja besser beim Endgegner, weil ich nicht weiß, wie laut die Musik ist, weil sie hat sich gerade auf meinem Ohren ziemlich laut angehört und ich weiß nicht, ob die auch so laut aufgenommen wird. Und ich darf am Anfang bei der Startmusik nicht reden, weil ich mich darauf konzentrieren muss, wann ich springen muss. Jo. Soviel zur Erklärung. So, hier rüber. Scheiße, hat nicht geklappt. Egal, geht jetzt nicht anders. Na, sie juckt. So. Das hier wird jetzt die letzte Folge sein, egal wie lange das jetzt noch dauert. Das ist mir so kackegal, wie lange ich hier jetzt noch brauche, das könnt ihr aber wissen. So, hier, Robotermann. Ich muss es irgendwie schaffen. Ich habe mir eine Taktik zusammengefummelt, aber die ist nicht ganz einfach. Oh. Aber mit dieser Taktik geht's ganz gut. So, hier rüber. Hopsen. Scheiße. Aber so muss ich das machen. Ich muss nur früher nach rechts gehen, um von dem Arm wegzukommen. Genau so muss ich das bringen. Mein Auge juckt. So habe ich das vor. Gut, jetzt habt ihr ja schon mal einen Vorgeschmack gehabt, wie ich das machen möchte. Scheiße, da war noch seine Hand. Da kam gerade ein Stein, das war blöder Zeitpunkt, aber ging gerade nicht anders. Da ist gerade das Loch noch rumgeflogen. So, da kommt wieder dieses Roboterviech. Hä, das hat mich doch gar nicht erwischt, die Sau. Mann, oh. Na gut, das gebe ich zu. Mann, mir juckt alles. Mir juckt alles. So, 2 Mal getroffen. So, herüber. Das ist aber auch scheiße mit diesen riesigen Plasmakugeln. Plasma-Blitzkugeln.
So, dreimal getroffen. Scheiße. Da komme ich nicht hoch. Das Einzige, was ich probieren kann, ist zu sterben. Nein, das Einzige, was ich probieren kann, ist auszuharren und dann da drauf zu rupfen. Dreimal getroffen. Scheiße, da war noch die Hand im Weg. Na komm, runter mit dir. Ich finde seinen stylischen pinken Anzug, also den von Günther, echt wunderschön. Tja, Günther, das wird dann wohl unser letztes gemeinsames Abenteuer sein, hä? Phoenix Wright zu besiegen. Ja, ja. Aua, das hat wehgetan. Aber ja, das ist schon ziemlich traurig, dass das hier das letzte Mal sein wird, dass wir uns treffen. Aber genau deswegen stelle ich mich ja auch so doof an, damit wir noch schöne gemeinsame Stunden miteinander verbringen. Alter, warum bin ich denn da nicht drauf geblieben? Warum ist... Günther, warum bist du da runtergesprungen? Ja, woher soll ich denn das wissen? Ja, du musst das doch wissen. Du bist doch Gün... Oh, scheiße. Jetzt konnte ich mich nicht danach richten. Weil gerade gab es ja... Weil ich gerade nicht übersprungen habe und da hat die Musik anders eingesetzt. Und da war es gerade knappig. Dreimal. So, hier rüber. Na komm. Das schaffen wir jetzt aber. So ganz große Noten mache ich selber wie bei Smogon. Mano! So, konzentrieren, konzentrieren. Alter, was mache ich? Manchmal bin ich aber echt so ein kleiner Mongo. Hier rüber. Hier rüber. Das ist scheiße, die Dinger sind so riesig. That's what she said! Oh, voll witzig. Oh, krass. Scheiße. Ich war gerade mit meinem Witz beschäftigt. Scheiße, jetzt habe ich wieder den Zeitpunkt verpasst. Ich hasse dich, Phoenix Wright. Du bist Phoenix Wright, gell? Das wäre jetzt peinlich, wenn ich dich die ganze Zeit so nenne und es dann falsch ist. Alter, ich bin doch gerade schon zur Seite gegangen, du Pfropfen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr wisst, was ich machen will, aber die Umsetzung ist eher schwieriger. Alter! Diese scheiß Steine. Hier drüben... Alter, da kommt man gar nicht mehr durch. Da drüben konnte man auch noch die komischen Steine berühren. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt geh endlich weg, Phoenix.
Niemand mag dich. Na gut, eigentlich finde ich ihn ganz witzig, aber... Bei I Wanna Be the Tribute ist der Kacke. Hier rüber. Hier hin. Älterchen. Älterchen.com. Also ältereherren.com. Was? Was? Habe ich irgendwas gesagt? Nein, oder? Nein, scheiße. Schön rechts halten. Oder so oft draufballern, dass das schon ausreicht, aber ich glaube nicht, dass wir das jemals so hinkriegen werden. Also mit so wenig. Freundchen. Das ist aber echt extrem schwierig. Mich regt der Kampf nicht auf, aber dieses Vorgeplänkel hier, wo man sich dann immer schon anstrengen muss, dass man den richtigen Zeitpunkt erwischt und so auf die... Und dieser Schwarzbildschirm hier, den kapiere ich auch nicht. Hier rüber. Roboter-Typ. Weg hier. Das wird mir ganz... Alter, der wollte nicht zweimal springen. Ich wollte gerade sagen, das wird mir ganz ehrlich zu knappelig, aber... Scheiße. Jetzt sitzt mein Kopfhörer komisch. Alter. Jetzt hat es mich gerade am Ohr gejuckt, dann saß mein Kopfhörer komisch. Und als ich den dann wieder gerichtet habe, dann hatte ich die Hand auf der falschen Taste. Das ist doch so kacke. Meinem Spiel darfst du dir echt keine Risiken erlauben. So. Hier rüber. Alter, was machst du denn? Günther! Junge, reg dich mal ein bisschen ab. Mach mal was Ordentliches. Machen tut sie ja genug. Nur das, was sie macht, ist halt scheiße. Alter, Phoenix Wright, langsam beginne ich wirklich Hass auf dich aufzubauen. Puh, aber schön ruhig bleiben, es nützt nichts, wenn man seinen Hass aufstaut. Dann ist man eher noch unkonzentrierter und schafft es noch weniger. Scheiße! Egal, kann ich jetzt nicht ändern. Ich will mich jetzt nicht töten lassen. Nur wegen diesem kleinen Fauxpas. Hör auf mit dem kacken Niesen. Ach ja, stimmt ja, der trommelt ja. Das wird schwillig. Das wird schwillig. Roboter. Komischer Roboter. Ist echt schwierig. Jetzt springen. Hier rüber.
Alter, dieser Scheißstein. So. Ah, Scheiße. Das sah gerade so gut aus. Ich dachte gerade echt, ich könnte über die Bälle drüber hüpfen. Was ist das eigentlich, was der Typ hier auskotzt? Freund, hast mich aber gerade nicht getroffen, allerdings mit deinem Fingernagel. Ach, Kacke. Nee, das kann ich eigentlich vergessen. Jetzt wird es nämlich extrem schwillig. Habe ich nicht gerade irgendwas von extrem schwillig gesagt? Ja, das war eigentlich das. So. Nein, Mann! Ich heule. Der Anfang ist ja easy. Ich komme jetzt auch immer auf diese Plattform hier drauf. Die Steine, von denen werde ich hier irgendwie nie getötet. Fast nie getötet. So. Runter hier. War zwar ein Fehler, was ich gerade gemacht habe, aber besser als in die Hose gekackt. So, jetzt kommt wieder Roboter Heinz. Ich kann noch nicht drauf. Ach doch, ich hätte drauf gekonnt. Na, das muss man auch erstmal wissen. Roboter Heinz. Sneest da wieder. Na gut, merken, da hätte man drauf gekonnt. Man kann beim zweiten, beim ersten, beim dritten und beim vierten. Ach komm, dass diese Steine auch so langsam sein müssen. Aber ich würde mich wahrscheinlich auch aufregen, wenn sie zu schnell wären, weil dann würde ich andauernd in die Reihen rasen. Also ist schon alles gut so, wie es ist. So, Roboterviech. Freunde. Langsam geht er mir echt auf den Piss. Wer weiß, wie lang die Folge wird. Vielleicht wird es eine Stundenfolge. Das geht mir voll auf den Piss. Scheiße. Theoretisch kann ich aufgeben. Also. Oh, das war. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht. Nur weil ich gesagt habe, theoretisch könnte ich aufgeben, wollte ich eigentlich jetzt nicht sterben, aber
Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Hier runter. Ich finde es lustig, dass man hier hinten sicher vor den Steinen ist. 3. Alter, Freunde. Regt euch mal ab, bleibt mal flauschig. Ja, bitte. Hier hin. Das war zu spät. Das war zu spät. Ja. So. Also falls ihr das Spiel hier mal spielt, bei Endboss-Animationen könnt ihr mit der S-Taste überspringen. Ich weiß nicht, ob das auch so bei Smoggern war. Das habe ich nie probiert. Aber zum Beispiel die Animation hier, wie der einfach vorher reinkommt. Oder der Gargoyle wieder von links nach rechts fliegt, das kann man ja überspringen. Das ist ja nicht so wichtig. Freunde. Ich habe immer so eine Angst, wenn der seinen komischen Popelstrahl abfeuert. Scheiße! Ich muss mal aufpassen, wie lang das braucht, um von 2 auf 3 zu gehen. Von 1 auf 2 ist ja nicht so lange. Aber von 2 auf 3 dauert dann schon ein bisschen länger. Mhm. Anstatt dass ich mich da mein Leben riskiere, da hüpfe ich da lieber runter, ganz im Ernst. Schade. Gesundheit. Jetzt wird wieder der Trommler aktiv. Hupfen. Jetzt lebt er wieder seinen Schnupfen auf. Aus. So, runter hier. Sein Schnupfen. Scheiße. Das sah diesmal gut aus. Ganz im Ernst. Fand ich. So. So. Alter, immer wenn ich das Ding verfehle, rausche ich dann in seine Hände rein, weil ich so langsam runterfalle und vergesse nach rechts zu drücken. So. Hä, was war das denn? Hat mich der Stein erwischt? Weil eigentlich bin ich ja da sicher vor den Stein. Der Stein kann es nicht gewesen sein. Oh, das hat sich gereimt. Cool. Freut mich. So. Scheiße! Das sah geil aus. Jetzt bin ich mal vorsichtig. Jetzt strenge ich mich an.
aber richtig, jetzt konzentriere ich mich auch. Gut, jetzt konzentriere ich mich. Ab jetzt. Na gut, ab jetzt. Also hört einfach der Musik zu. Okay. Ab jetzt. Nein! Puh, das war aber knapp. Hier runter. Scheiße! Mann, jetzt hatte ich ein so gutes Gefühl. Weil ich wieder gesprochen habe. Ich rede jetzt bei dem Endboss echt nicht mehr. Also, bis gleich. Man muss die Zeit genau abpassen. Und wenn man die Zeit nicht hat, dann muss man nach links springen. Und wenn man das nicht kann, weil da so ein Stein im Weg ist, dann ist das scheiße. Alter, man muss da wirklich immer ein bisschen nach links springen. Und da ist mir immer dieser Kerl im Weg. Also, Stein. Ich meine jetzt mit Kerl Stein. Man schafft das anders nicht. Ich muss immer weit genug links stehen, dass die Steine nicht zu weit nach rechts fallen. Ach doch, man schafft's doch so. Alter, komm. Wie kann mich der Stein töten, wenn ich den anstupse? Mal ganz im Ernst. Ach, wirklich. War das jetzt echt notwendig, mich umzubringen? Ach komm, bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Scheiße, da war der Stein im Weg.
Wenn die Steine noch im Weg sind und dann schon die Popel kommen, na dann Halleluja. Alter, nimm doch deinen doofen Finger runter. Niemand mag deinen Finger. Also ich glaube einfach, die Gegner haben einfach normale Größe und nicht wir. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Energiestrahle auch, nach Homing fliegen. Also nicht einfach in irgendeine Richtung, sondern auch zielsuchend halt. Ach, Freunde, wenn die Steine da nicht früher runtergehen, dann habe ich keine Chance. Dann bin ich zu blöd für den Scheiß. Ganz im Ernst. Kann es nicht so einfach wie der Gargoyle zu besiegen sein? Aber okay, du bist unser letzter Endgegner. Ich verzeih dir, dass du ein bisschen stärker bist. Und mich zu so einer langen Folge verdonnerst. So. Hachi, 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 Hachi. Alter, du hast aber auch viele Leben, hä? Weißt du das? Scheiße! Mir geht die Düse. Mir geht die Düse. Aber immer wenn mir die Düse geht, schaffe ich es dann irgendwie. Das ist wirklich immer so. Wenn man da runterfällt, dann landet man automatisch in den seinen scheiß Kackgriffeln. Ich darf mich dann wohl schon mal bei dir für meine lange Upload-Zeit bedanken, die dieses Video wahrscheinlich braucht, weil es stundenlang ist. Hier runter. Über den Typen drüber. Jetzt trommelt er wieder. So ein bisschen halten. Scheiße, da war ich zu langsam. Was macht der eigentlich für ein Mist? Was ist das für ein Überanwalt? Besorg mir später auch mal einen Anwalt, der sowas kann. Oder ich werde Anwalt, der sowas kann. Dann töte ich meine Gegner einfach mit Steinen, die vom Himmel fallen, komischen Robotern, die ich heraufbeschwören kann, indem ich mit meinem Finger irgendwo hinzeige und Schnodderkugeln, die ich aus der Nase schießen kann und die irgendwie plasmaelektrisch aufgeladen sind. Und dabei habe ich noch eine stylische pinke Krawatte, die zu meinem Anzug passt. Also zu Bobs Anzug, meine ich jetzt. Ach, wie Bob. Günthers Anzug meine ich jetzt.
bup, bup. 2, 3. Jetzt wollte der nicht zweimal springen, die Sau. Ganz insgeheim bin ich's echt leid. Mir reicht's langsam. Ich bin schon ziemlich angepisst. Ach, mich hätte sowieso der Finger erwischt, selbst wenn ich den Stein überlebt hätte. Das ist mir jetzt... Das könnte mir egal sein, dieser Tod. Du stirbst aus der Hülle absichtlich, du willst ja nur das mit Flame die Länge strecken. Was habe ich davon? Bitte? Sagt mir, was habe ich davon? Unendlich Staub! Ja, den brauche ich auch. Es ist ja nicht so, dass hier schon mein ganzer Monitorstandfuß schon voller Staub ist. Nee, nee, ich brauche ihn noch privat. Moment, das ist ja privat. Ich brauche noch mehr. Scheiße. Auf jeden Fall brauche ich mehr Staub. Gut, jeder, der mir einen Gefallen tun will, möchte mir bitte eine Packung Staub schicken. An die Adresse. Also Postleitzahl 07538, Ort Phoenix Wright und Straßenname ist Scheiße 25. Okay, habt das euch aufgeschrieben? Will ich hoffen. Und ich möchte bitte 1000 Einsendungen. Okay. Und ordentlich frankiert die Pakete bitte, ja? Danke. Und jetzt bin ich mal wieder still, bevor ich wieder das Schmonsens erzähle, damit ich das hier lieber mal schaffe. Ach ja, und daran könnt ihr übrigens auch Fanpost schicken. Also an die eben genannte Adresse. Ich möchte es jetzt nicht wiederholen. Was vielleicht daran liegt, dass ich das nicht kann, aber egal. Hachi, 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 Hachi. So, runter da. 1, 2, 3. Wirklich. Wie nah kamen die denn jetzt aneinander? Aber ich glaube, der hat jetzt mehr gespuckt, gell? Kann das sein, dass das deswegen so schnell war, weil der jetzt mehr gespuckt hatte? Oh, wartet, ich muss noch Pause machen. So, hier geht der spannende Kampf gerade schon weiter. Ich bin mal ein bisschen weiter nach vorne gegangen. Nein! Oh, scheiße. Die letzten paar Spucke, die sind immer so kacke. Und wartet mal, ich guck mal. Yo, gut. Da dachte ich, ich spare euch mal ein bisschen Zeit. Und wie viel hat es genützt? Gar nichts, weil ich es nicht geschafft habe. Wenn jemand weiß, was das für ein komisches Roboterviech ist, das der da schickt, das... Könnt ihr mir das mal bitte in die Kommentare schreiben? Weil das interessiert mich. Weil es muss ja auch irgendwie ein Gegner aus dem Spiel sein. Und das würde mich interessieren, welches Spiel das ist. Ach ja, und wenn ihr wisst, aus welchem Spiel Smogon ist, das würde ich auch gerne wissen. Weil das hat mir bis jetzt noch niemand verraten. Hachi, 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 Hachi.
So, hier runter. Ach, scheiße ist das. Das ist doch kacke, wenn die Steine so nah sind. So sollte es aussehen. Ja, so ist doch gut. Hä, was machst du denn? Was machst du denn? Ich sehe schon, komm, die Folge wird echt eine Stunde lang. Scheiße. Das ist doch Hose. Habe ich lange nicht mehr gesagt, ich weiß. Genau deswegen wollte ich es mal wieder machen. Hä, was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Meine Auge juckt. Mormon ist einfacher, Mormon ist einfacher. Wo wir gerade bei Mormon sind, eigentlich müsste ich das aufnehmen, aber... Ich bin gerade davon so gefesselt, dass das hier der letzte Endboss bei IWBTT ist. Dass ich den hier unbedingt fertig machen will. Alter, das ist so kacke mit den Steinen. Ich springe nämlich meistens nicht richtig. Und dann muss ich immer ein Stückchen nach rechts. Und wenn die Steine da sind, dann kann ich das nicht. Ja, geil. Jetzt ist er besiegt und jetzt kommt's gleich noch. Passt auf, wenn man jetzt in der Mitte stehen würde. Das würde einen noch umbringen. Wisst ihr, was das heißt? Wir haben's geschafft! Wir haben das Spiel I Wanna Be the Tribute durch. Und das hier, das ist nur eine Galerie. Das ist also pottenegal. Phoenix Wright, dieser komische Castlevania-Gegner, Dracula Duck, Smogon, starker Gargoyle und der lustige Fisch. Alle besiegt. Congratulations, a winner is you. You finished everything ever able. You should wait for next release. See you there. Ja. Und damit möchte ich euch sagen, danke fürs Zuschauen, tut mir leid wegen der Grafik, naja, mit Grafik meine ich, dass es nur oben links weg ist, aber guckt halt in Vollbild, dann seht das genauso groß wie ich. Und lustiges Spiel, aber man kann schnell mal die Nerven verlieren, wenn man
schnell mal die Nerven verlieren möchte. Ja, auf jeden Fall. Guckt auf andere Let's Plays, wenn euch das hier Spaß gemacht hat. Bis zu einem meiner nächsten Projekte. Tschüssi!